Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Star Trek Online. Gabla! Und auch von mir von diesem Nimbus 3 Speedrun. Hallo und schnell, schnell, hopp auf hier. Wir ja, ich los. Bin gleich eben mal gegen die Wand gelaufen. Ich komm, fall schneller um, fall schneller um. Wir müssen schon fertig sein. In 5 Minuten gibt's Kaffee. Was? Kaffee? Was? Nein. Ja, wir sind immer noch hier im Nimbus 3. Wunderschönen, ja, extrem geilen Missionen. Mach hier mal ein Ding aus, sonst dauert's noch länger. Bin schon unterwegs. Speedrun, weil die Missionen einfach so grottenscheiße sind. Für uns zumindest. Ja, weil es ein bisschen langweilig ist, weil es nur Boden rumgelatsche ist. Und sonst nichts. Und zudem haben wir es bei der Föderation schon gespielt, deswegen machen wir hier Speedrun. Ach du Scheiße. Was? Ja, dann Passwort durchforsten. Ach, da habe ich ja noch so einen blöden Text hinten dran. Mach dir schnell deine Föderationsfolge auf, dann kannst du nachgucken, was du gemacht hast. Ja, ich klicke einfach mal gerade sinnlos durch die Gegend, bis ich was finde. Lass nochmal. Das Schlimme ist, der Dom hat auch noch so viel Glück, dass es hinkriegt. Was? Nix. Es ist nochmal. Guck mal den Raum an. Epsilon, ich muss mal ein bisschen mit Verstand machen. Oh, wo kriegst du den jetzt her? Was? Ich hab den eingebaut. Hast du eingebaut und tiefer gelegt? Aber nochmal über das gleich. Wenn dann, Ditte. Dambon, fertig. Weiter. Bin ich jetzt irgendwelche Gegner? Nö, ne? Ach, geh. Die wissen, dass wir keine Zeit haben. Genau, hält nur auf. Und Luftnetz ist so langsam daher. Oh, bei dir leckt's ein bisschen. Was ist? What? Wer leckt? So, ich tue schon mal den Lachi angreifen daher. Ach, das war die Mission. Ja. Das war übrigens die Mission, ne? Genau, wo wir erstmal so schön gestorben sind vorhin. Ey, jetzt mich hier nicht aus dem Ding rausschießen, du Horst. Gut, der Lachi sieht fertig aus. Was? Ein sichelbewehrter Sichelblitzturm. Ich habe also meinen Hundi da. Oh. Hundi macht das schon. So, Commanders umgelegt. Oh, blauer Loot. Wissenschaftskit. GZ. Ach nee, ich hab's bekommen. Oho. Ist für uns Taktiker ja unheimlich interessant. Aber hinten ist Konsole, die mache ich. Die machst du? Ja. Video. Jede Katze. Wow. Was hier nicht ohne. So, Elari eingefangen. Elari tot. Nee, Beam. Nee, jetzt tot. Komm. Einmal Profis arbeiten und hochbeamen. Akzeptieren. Ja. Wieso eigentlich hochbeamen? Wir müssen doch noch mehr Spaß machen. Nö, das war's. Echt? Zum Beispiel ja, durch? Das ist. Ja, wir sind wir beide sind sowieso total durch. Auf dem Schirm. Und Tarek und Captain Donut und Tarek und Captain Kavatz und Tarek und Colonel Hakif und Blink. So, krieg ich. Oh, jetzt haben wir hier losfliegen. Oh, Kollege. Komm ein bisschen näher. Sieht eigentlich aus hier mit das Hammer und was ist das hier? Ach, das Ding haben wir noch zum Abschießen. No, jetzt gehen sie aber runter, wa? Ach du, stimmt, du hast ja noch dein Wissenschaftskreuz, oder hier? Genau, Wissenschaftskreuz, wie das klingt. Ich meine, wenn ich als Techniker beim anderen in der Eskorte fliegen kann, dann kann ich auch mal als Dingens einen Dingens fliegen, weißt? Wo ist hier meine Maus nicht mehr? Hoppala! Ach, das war das Teil. Das ist fix. Ich bin es gar nicht mehr gewöhnt, was ich hier gerade fliege. Vor allem, wir haben ja gerade eben erst noch Föderation aufgenommen. Na, obwohl, da habe ich ja mittlerweile auch ein Taktikschiff. Aber trotzdem ist es gerade ein bisschen Umstellung. Ich suche da immer Fähigkeiten. Ja, ich auch. Und ich habe da dieses Schild wieder gefunden. So, jetzt wieder runter beamen.
was du so gemocht hast. Du bist ja eh so ein Fan von diesen Schildern, ne? Ach so, das Ding. Ja, hör mir auf. Auch wenn sie vielleicht mal irgendwo unter... Ich aktiviere meine ganzen Buffs, damit ich schön angreifen kann, dann aktiviert der ein Schild und ich kann nicht schießen und muss dann erstmal 5 Minuten lang drum fliegen. So, ja. Dingens. Warst du das? Haben sie Nachrichten gehört? Ja, babababababab. Halt. Verbünde den Kontakt rufen. Belohnung annehmen, okay. Was gibt's denn? Ein Warpkern. Machen wir den. Oh, wir sind ja bald Level 3, sie gibt's noch ein Schiffchen. Ach, so, es gibt natürlich beide Waffen mit einmal. Alter, mein Inventar ist voll. Ich habe vorhin schon mal ein bisschen ausgeräumt. Ja, mittlerweile ist es wieder voll bei mir. Ich habe auch schon ausgeräumt gehabt. So, was ist jetzt? Die Vault. So, warte mal. Oh, das ist ja mindestens eine der geilsten Missionen davon. Die Romulaner haben die Borg-Technologie in einer Basis namens Vault erforscht. Die Vault wurde dem Chaos der Zerstörung der romulanischen Heimatwelt überlassen. Einige Jahre später entsandten wir Scout-Schiffe in die Region, aber sie gerieten in einen Hinterhalt eines unbekannten Schiffes. Seitdem überwachen wir die Region auf Aktivitätszeichen. Die Langstreckensensoren haben Energiespitzen im Harkonnen-System entdeckt und der klingonische Geheimdienst geht davon aus, dass jemand versucht, die Vault wieder online zu bringen. Ich möchte, dass sie herausfinden, wer das ist. Ich möchte auch wissen, ob auf dieser Basis Borg-Technologie oder eingeschränkte Waffen zu finden sind. Eingeschränkte Waffen? Viel Glück und viel Spaß bei der Jagd. Sprechen Sie mit Wischka für zusätzliche Informationen. Gehen Sie anschließend zur Schiffswerf, gehen Sie an Bord des Shuttles und fliegen Sie in das Harkonnen-System im Sivilorum-Sektorblock und schleusen Sie sich in der Vault als Spion ein. Akzeptieren. Was machen wir jetzt? The Vault. Transport? Erstmal tue ich mir ganz kurz mal ein paar BOs mit irgendwelchen Zeug ausstatten, damit ich Inventar leer krieg. Jetzt haben wir ja gerade hier frisch so einen Warpkern bekommen, den hau ich da mal rein. Stimmt. War ja was. Warpkern, dann kann ich den alten gleich wegschmeißen. So, was ist hier drin? Da ist eh eine Disruptor-Kanone Standardausgabe, da kommen wir gleich. Aber was haben wir hier? 5, 4, 6. Durchstoß Tetrion. Ach komm, sag mal hier mal ein bisschen. Achtern Waffen gibt's aber eben hier nicht. Hätte man ja auch den Harpeng reinbauen können. Den Harpeng. Kompeng. Okay, Peng. Harpeng, Schaweng, Kalinka, Schwengdai Deng. Was haben wir hier eigentlich für Sachen? Chronitonflussregler, nein, Monotoniumlegierung, Reparatur, Gegenmaßnahmen, Schild. 6, 5. Krass, das regenerative Numiri-Schild ist schlechter als das weiße Standardschild. Wahnsinn. Darf ich auch die Plasma reinwerfen? Jo, bist gut, du bereit? Weiter. Ja, ich bin bereit. Ich habe zwar keine taktischen Konsolen reinzupacken, aber... Ach, ist doch egal. Dann Transwarp. Halt, stimmt. Hier. Wir müssen ja Shuttle. Was müssen wir erst noch holen, ne? Transwarp. Ich mache einen Transwarp-Beam. Du? Allerdings sind wir jetzt ja nicht mehr auf Nimbus. Ich hab einen Shuttle außerdem. Wir hatten schon mal eine Shuttle-Mission. Ja, ist nur die Frage... Echt? Ich glaube. Die klingonische Shuttle-Mission? Ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich schon einen Shuttle ausgerüstet. Mir geht es darum, ist The Vault auch ein Speedrun? Ja, eigentlich schon, so viel Lesen gibt es da nicht. Hm. Begeben Sie sich ins Quonor-System. Na? So, erste Stadt. Hopp, 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 wir haben noch keine Zeit. So, wo müssen wir hin? Erste Stadt. Mi. Nicht so. Ich beam runter. Disconnected from server. Yay. Perfekt. Hat man es auch schon länger nicht mehr. So, und zurück. Ja, normal anmelden. Ich glaube, das habe ich auch fast jedes Mal, wenn ich auf Konos komme, oder? Kann sein, ja.
Zumindest immer, wenn du irgendwie auf den Planeten gehst. Aber ob es jetzt nur bei Kronos ist, weiß ich gerade nicht. Ja, zumindest ist es bei den Klingonen meistens. Hinten sehe ich dich. Da bin ich. So, sprechen Sie mit Wischka in der Nähe des Kanzlerbüros. Der hat ein Büro. Lassen Sie mich ruhig, ich bin eine Katze. Da laufen ja sogar noch alte Klingonen rum. Oder? Bin ich richtig? Ja, da ist er. Ja, laut Map. Nicht mit dem. Mit Wischka. Ja. Unsere Langstreckensensoren haben nur eingeschränkte Informationen zu dieser mysteriösen Wallstation erfasst. Basierend auf unseren Scans handelt es sich um eine massive Standbasis und ein kleines Schiff wie ein Jäger oder ein Shuttle konnte problemlos in die Instandhaltungsbereiche und vielleicht auch ins Internet gelangen. Da die Romulaner über eine herausragende Tarntechnologie verfügen, hat die Kommandozentrale beschlossen, dass Gerissenheit mehr als Stärke gefragt ist. Ihre Aufgabe ist es, die Situation per Shuttle oder einem anderen kleinen Schiff zu infiltrieren, praktisch wie eine harmlose kleine Fliege. Fortsetzen. Noch Fragen? Nein. Keine weiteren Fragen. Weiter. So, jetzt müssen Auszeichnung erhalten. Die Größe ist egal. Jetzt müssen wir erst zur Schiffswerft ein bisschen den Shuttle holen. Ich hab einen Shuttle. Muss ich auch nochmal gucken. Na, ich hab sogar noch nicht mal eins. Wieso nicht? Weiß ich, bei den Klingonen hier habe ich noch keinen Shuttle. Ich schon. Das ist ja seltsam. So, Transportschiff bitte zur Schiffswerft. 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 Alter Vater. Was war denn das? Ist mir doch glatt mein Headset vom Kopf runtergefallen. Wie geht denn das bitte schön? Ich musste gerade mal unter der Ohrmuschel kratzen, da ist mir das Ding so nach hinten gekippt und ja. Ist klar. Ja, wenn die ganze Zeit so eine geschlossene Ohrmuschel drum machst, irgendwann schwitzt drunter oder sonst irgendwas. Oder ich habe eine geschlossene Ohrmuschel. Ja, jetzt, das Ding hast du erst vor ein paar Tagen gekauft. Ja. Mensch, Junge, ich mache das schon seit Jahren hier mit, du weißt gar nicht, wie das ist. Top. Doch. Auswahl durchsuchen, ruhig. Ich hätte einen Toron-Shuttle. Also ich hätte auch eine Menge. Toron-Shuttle? Also ich hätte so ein kleines, dreieckiges Ding, sieht aus wie so eine Workbee. Kifra-Shuttle? Kifra-Shuttle? Also ich habe den To-Dutch-Jäger, das Dujotk-Cherio, das Toron-Shuttle. War ich alle außer den To-Dutch. Und das Kifra-Shuttle. Nehmen das da. Welches nimmst du? Ich erinnere mal, gab es da keinen Delta Flyer Pondor? Nee. Ich nehme den Dujot. Sieht eigentlich schön aus, aber dadurch, dass das. Ja, den Jäger, den habe ich nicht, deswegen. Das wäre eigentlich so der einzige interessante. Soll ich mal ganz kurz da auch mal einen reinsetzen? Konnte doch mal die Shuttle-Station besetzen. Wieso kann ich das jetzt hier nicht machen? Keine Ahnung. Mal kurz anpassen. Warte mal, wählen Sie Ihr Schiff aus. Ist als. Nein, das Schiff passt. Optisch. Shuttle anpassen. Denn, wie heißt du? Kann man irgendwas machen? Mubul. Weiß so viel, ich habe ja keine nennenswerten Konsolen für das Ding oder was man hier. Haben wir da. Ach, das nehmen wir dann mal mit und das hier. Nehmen wir auch mal mit. Vielleicht lohnt sich das ja. Weil jetzt groß hier die Konsole für. Was habe ich da drin? Tetrion habe ich ja eh keine. Was ist das? Disruptor habe ich gerade keinen. Was ist, macht das hier? Jetzt müssen wir das Shuttle ausstatten. Shuttle, Station, Status. Was habe ich denn drin? Phaser, Torpedo. Ah, nicht Phaser. Disruptor. Achso, das passt ja gar nicht rein.
Dann nehmen wir die. So, ich bin bereit. Ach, benutze ich zwar eh, aber was soll's. So. Ich möchte ganz gerne meine Station besetzen, das kann ich nicht. Ist doch wohl, starten wir. Ja gut. Dann. So, geh ins Hakone-System, auf ihr Schiff beamen. Kann man doch gleich in den Trends warpen, oder? Glaube ich mal, nicht, weil da kommt so ein Konus raus. Sprechen Sie mir, ich muss den Shuttle-Typ noch sprechen. Ich habe zwar den Shuttle geholt, aber ich habe den Shuttle-Typ noch nicht gesprochen. Bla bla bla. Beenden. So, Schloss hacken, geh zu Hakona-System. Ja. Was? Willst du davor hin oder willst du gleich hinter transporten? Du kannst nicht gleich hinter transporten. Kann ja mit 100 Credits zum Omega Leone Sektorblock. Und wir müssen aber ins Psivelorum. Boah. Also auf Schiff beamen. Einmal mit Profis arbeiten. So, jetzt müssten wir über Picanus Tau Deva in Psivelorum. Was ist mit dem alten Transporteroffizier geschehen? Aufgrund von Inkompetenz hingerichtet. Komm, flieg! Ja, ihr habt noch keine Zeit, es soll ein Speedrun werden. Was, das ist auch ein Speedrun? Wir sind doch von Nimbus jetzt weg. Ja, bis wir dort sind, ist es noch ein Speedrun. Oder nicht? Ja, wie jetzt? Willst du jetzt jetzt hetzen und dann in den letzten 2 Minuten die Mission starten? Ich weiß nicht, wie ist denn die Zeit gerade? 17 Minuten. Ja, bis wir dort sind, ist es... Ja, jetzt sind wir hier ins System warpen, so. Bis wir dort sind, ne? Ja, sind wir schon nicht mehr hier. Weil ich bin ja jetzt schon quasi da, also theoretisch. Noch zwar nicht, aber dann. Ja. Du mich auch. Wo müssen wir eigentlich da nochmal hin? Karte, Galaxie. Nach Norden. Kona. Okay. Ich warpe. Also ich fliege. Und in die richtigen Sektorblöcke natürlich fliegen, ne? Ja, ich glaube, da kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Aber du schon. Du nie, ne? Mhm. Weil denk dran, wir reden immerhin von dir. Ja komm, ruhig. Pfui, dann los. Pfui, aus. So, hier, tun wir mal ein bisschen blündern. Schau mal, wie viele Leute ich verlieren werde. Ah. Nimbus. Psivelorum. Warp. Denn ich muss nach. Wo ist man jetzt hin? Hakona, wo ist das? Immer noch geradeaus nach oben. Das war irgendwo im Psivelorum. Das ist eigentlich im Hyralan-Sektor müsste das sein. Oder Onias. Eins von beiden. Also, ich weiß nicht, ob das. Dann ist es aber. Also ich bin erstmal in Tau Deva, deswegen. Ich dachte, ich bin schon eins weiter. Das dauert ja ewig. Da schreibt gerade einer, da blick ich eh nicht durch mit den neuen Bastelkits. Du hast wieder den STO German offen. Na sicher. Tja, das müssen wir uns irgendwann auch mal ordentlich anschauen, wie das eigentlich funktioniert, ne? Mhm. Weil noch bin ich ja so ein bisschen... Also man sieht zu wenig von den Teilen, ehrlich gesagt. Als dass sich das gleich mal so lohnen würde, da... weiß schon. Da auf den Zug aufzuspringen. Ja, ich bin gleich im Psivalorum. Ja, ich fliege noch hier hoch. Ja, damit kriege ich mir die Folge noch voll. Das sag ich doch. Ja, da ist doch schon die Basis direkt voraus. So, ich bin jetzt im Tau Deva. Hakona-System. Nimm mal Transwarp. Nee, ich gucke hier gerade noch. Hier meine Schiffssysteme durch, dass ich das jetzt ein bisschen besser noch ausstatte. Hm.
Ja, ja. Und sonst? Alles okay? Alles fit. So. Ich bin da. Nur keine Eile. Eile mit Weile. Jetzt ja, toll, jetzt kann ich nur auf dich warten. Jetzt fliege ich in den letzten Sektorblock. Ladeschirm, Ladeschirm. So ein schöner Ladeschirm. Was ist das, die Belafon-Klasse? Oder du warst weg? Doch noch, 50 Seit Jahre über weg. 30 Jahren ist der Zugang auf dieses System Schiffen mit einer Sicherheitsbescheinigung der Ebene de Was vorbehalten. Obwohl diese Einschränkungen nach der Zerstörung der romulanischen Heimatwelt aufgehoben wurden, wurde in dem System seit 2380 mehr als 47 Schiffe verloren gemeldet. Captains, die diesen Bereich betreten, werden angehalten, taktisch gesehen wachsam zu bleiben. Okay. Hast du mitgekriegt? Wir müssen taktisch gesehen wachsam bleiben. Naja. Och, da ist er ja schon. So, da bin ich. Ach, du bist mit dem... Hä? Ja. Du hast das Shuttle ja schon gehabt. Ich bin ja jetzt... Ich hab's ja erst genommen und dadurch hab ich das automatisch gleich gehabt. Du bist natürlich gleich rein, ne? Ja. Also ich hätte ja schon mal erstmal die Folge beendet, ne? Ja, mein Gottchen, da komme ich halt wieder raus. Na, jetzt bleibst drin. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg nach draußen. Und ich bin auf dem Weg nach drin. Ich bin gerade raus. Ach ne, das ist doch... Ich würde mal sagen hier, ne? Ich beende mal die Folge, hauen Don mal kurz aufs Maul und sehen uns nachher wieder. Bis dahin. Tschüss.